Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt viele Dinge, die wir über unseren eigenen Körper noch nicht wissen. Aber macht dir keine Sorgen, denn auch die Wissenschaftler haben noch nicht alles herausgefunden. Um euch also ein wenig mit dem menschlichen Körper vertraut zu machen, haben wir 10 Dinge gesammelt, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Ich glaube, das hatte jeder schon mal. Wir haben normalerweise eine Gänsehaut, wenn uns kalt ist. Wenn sich unser Nervensystem ziemlich kalt anfühlt, sendet es ein Signal an unsere Muskeln, sich zu verkrampfen und Wärme abzugeben. Da einige unserer Muskeln an den Haaren hängen, bewirkt dieser Prozess, dass sich die Haare aufrichten und die Haut ein wenig hochgezogen wird, wodurch kleine Beulen entstehen. Gänsehaut gibt es auch bei körperlicher Anstrengung. Der Grund dafür ist, dass unsere Muskeln angespannt sind und unsere Haut und Haare anfangen zu stoßen. Manchmal erleben wir sie auch bei Emotionen wie Angst und Aufregung. Das liegt dann an der erhöhten elektrischen Aktivität in den Muskeln direkt unter der Haut und an der zunehmenden Tiefe oder Schwere unserer Atmung, die ebenfalls die gleiche Reaktion hervorrufen können. Nummer 9. Hast du schon mal bemerkt, dass du weiße Halbmonde auf deinen Fingernägeln hast? Das lateinische Wort dafür ist Lunula und es bedeutet wörtlich kleiner Mond. Die Lunula ist ein Teil der Nagelmatrix, der Punkt, von dem aus jeder Nagel zu wachsen beginnt. Manche Menschen haben eine klare Lunula, manche haben sie nur in ihrem Daumen, während andere sie überhaupt nicht haben, wahrscheinlich weil ihre Lunula unter der Haut versteckt ist. In einigen Fällen kann ihr Fehlen bedeuten, dass die Person Gesundheitsprobleme wie Anämie, Unterernährung und Depression hat. Nach Meinung von Experten sollte eine gesunde Lunula weißlich gefärbt sein. Andere Farben können ein Zeichen für eine schlechtere Gesundheit sein. Wenn sie zum Beispiel leicht bläulich ist, kann die Person an Diabetes leiden. Und wenn sie ganz rötlich ist, kann es ein Zeichen für ein Herzproblem sein. Nummer 8. Dank der Kristalle in unseren Zähnen, die auf einzigartige Weise angeordnet und durch starke Proteine miteinander verbunden sind, sind unsere Zähne vielleicht nicht so scharf und groß wie die von Haien, aber sie sind mindestens genauso stark. Dies wurde von einer Gruppe deutscher Wissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen entdeckt, als sie versuchten, die Zähne eines Tigerhais zu untersuchen. Der Zahnschmelz ist die harte, äußere Schicht der Zähne, die vor Karies schützt. Menschen haben auch eine Schutzschicht, die unsere Zähne weich macht. Doch wegen unserer Proteine, die Haie nicht haben und die das Ausreißen deines Zahnes verhindern, können wir sagen, dass wir auf der gleichen Ebene sind wie ein Hai. Wie cool ist das? Nummer 7. Wenn wir schwitzen, geben wir tatsächlich salzhaltige Flüssigkeit aus unseren Schweißdrüsen ab. Wir schwitzen viel, wenn es heiß ist, wenn wir gestresst sind oder wenn wir etwas körperlich Anstrengendes tun, wie zum Beispiel laufen und trainieren. Wenn wir diese Dinge erleben, steigt die Temperatur in unserem Körper und es wird zu einem großen Problem, wenn wir uns innerlich immer wieder aufwärmen. Um uns also abzukühlen und unsere Temperatur wieder auf die normalen 37 Grad Celsius zu bringen, schwitzen wir einfach. Deshalb ist es wichtig, im Falle von Fieber die Wärme auszuschwitzen. Der Schweiß auf deinem Körper muss verdunsten und dann kühlt er uns ab. Im Durchschnitt haben wir 3 Millionen Schweißdrüsen in unserem Körper und die häufigsten Stellen, an denen sie sich befinden, sind die Achselhöhlen, das Gesicht, die Handflächen und bei manchen Menschen auch die Fußsohle. Nummer 6. Wusstest du, dass du ein großes Ökosystem an Bakterien in deinem Mund hast und dass du so viele Bakterien im Mund hast wie die Anzahl der Menschen auf der Erde? Der Mund eines Menschen enthält mehr als 6 Milliarden Bakterien. Wenn du also nicht die Gewohnheit hast, dir 3-mal am Tag die Zähne zu putzen, kann es sein, dass du mehr Bakterien im Mund hast, als es Menschen auf der Erde gibt. Die Bakterien können sich in nur 8 Stunden auf mehr als 16 Millionen vermehren. Aber keine Sorge, es sind nicht alles schlechte Bakterien, einige sind nützlich für gesünderes Zahnfleisch und gesündere Zähne, wie die Bakterien, die Probiotika genannt werden. Die schlechten Bakterien heißen Streptococcus mutans, die gerne Zucker essen und denen es egal ist, ob du Karies bekommst oder nicht. Laut Wissenschaftlern gibt es über 700 verschiedene Bakterien in deinem Mund. Nummer 5. Im Durchschnitt blinzeln wir etwa 15 bis 20 Mal pro Minute mit den Augen und wenn wir all das Blinzeln zusammenfassen, bleiben unsere Augen etwa 10% der Zeit, in der wir wach sind, geschlossen. Warum machen wir das so oft? Blinzeln ist einer der Körperprozesse, der für Wissenschaftler ein Rätsel bleibt. Sie sagen, dass es uns hilft, unsere Augen mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie zum Beispiel vor Staub zu schützen. Aber sie denken, es muss noch einen anderen Grund geben. Eine Studie einer Gruppe von Wissenschaftlern in Japan gab uns eine andere mögliche Antwort.
Sie sagen, das Blinzeln uns hilft, unsere Gedanken zu sammeln und unsere Aufmerksamkeit auf die Welt um uns herum zu lenken. Sie kamen auf diese Idee, als sie herausfanden, dass wir nicht einfach zufällig blinzeln. Wenn wir zum Beispiel lesen, blinzeln wir oft nach jedem Satz und wenn wir einer Rede zuhören, neigen wir dazu, zu blinzeln, wenn der Sprecher eine Pause macht. Nummer 4. Wie du vielleicht weißt, entstehen zum Beispiel an deinen Fingern Falten, wenn du zu lange im Wasser bleibst. Wissenschaftler dachten, dies sei auf einen Prozess namens Osmose zurückzuführen, aber sie haben vor kurzem entdeckt, dass Osmose nicht wirklich der Übeltäter hinter deinen faltigen Fingern ist. Vielmehr liegt es an der Vasokonstriktion, einem Prozess, bei dem die Blutgefäße direkt unter der Haut schrumpfen und wenn die Blutgefäße einschließlich deiner Arterien, Venen und Kapillaren dünner werden, folgt auch deine Haut. Die Wissenschaftler glauben, dass unser Körper auf diese Weise reagiert, weil wir uns mit den faltigen Fingerspitzen besser festhalten können. Wenn wir nass sind und alles um uns herum glatt ist, können unsere faltigen Fingerspitzen, falls wir das Gleichgewicht verlieren, besser an der Oberfläche haften. Falten können also eine der Möglichkeiten sein, wie unser Körper uns schützt. Nummer 3. Wenn du deinen unteren Rücken im Spiegel betrachtest, dort, wo Becken und Wirbelsäule zusammentreffen, kannst du auf jeder Seite zwei Grübchen bemerken. Diese Grübchen werden seit der Antike Venusgrübchen genannt, weil Venus die Göttin der Schönheit ist und die Rückengrübchen manchmal als Schönheitsflecken betrachtet werden. Aber nicht alle Menschen haben sie. Bei Frauen ist es häufiger. Nur wenige Männer haben sie und für diejenigen, die sie haben, nennt man sie Grübchen von Apollo, benannt nach dem römischen Gott der männlichen Schönheit. Rückengrübchen werden durch ein kurzes Band verursacht, ein zähes Gewebe, das einen Teil der Wirbelsäule mit deiner Haut verbindet. Genau wie Wangengrübchen sollen auch die Rückengrübchen genetisch bedingt sein, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du sie nicht hast. Nummer 2. Das Niesen ist einer der ersten Beschützer unseres Körpers gegen Bakterien und andere unerwünschte Eindringlinge wie Schmutz, Rauch oder Staub. Wenn diese Dinge in die Nasenlöcher gelangen, wird unsere Nase gereizt oder kitzelt und wir müssen niesen. Der Schmutz berührt die kleinen Härchen und die empfindliche Haut an der Innenseite unserer Nase. Wenn unser Gehirn dies bemerkt, sagt der Körper, dass es Zeit für ein Niesen ist. Also werden deine Augen gezwungen, sich zu schließen, deine Zunge bewegt sich zum oberen Ende deines Mundes und deine Muskeln bereiten sich auf den großen Schlag vor. Forscher aus Bristol entdeckten, dass das durchschnittliche Niesen etwa 100.000 infektiöse Keime mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km pro Stunde in die Luft schicken kann. Das bedeutet, dass sich ein Niesen bewegen und Keime bis zu mehr als 6 Meter weit verbreiten kann. Deshalb ist es wichtig, den Mund beim Niesen zu bedecken, besonders in diesen Zeiten der Pandemie. Nummer 1. Die Zunge gilt als der stärkste Muskel in unserem Körper, aber das ist nicht das Einzige, was fasziniert, denn genau wie unsere Fingerabdrücke haben wir auch einzigartige Zungenabdrücke. Unsere Zunge ist mit dem rosafarbenen und feuchten Gewebe bedeckt, das Schleimhaut genannt wird, und sie hat diese kleinen, feinen Beulen darüber, die Papillen genannt werden. Diese Merkmale verleihen der Zunge eine raue und einzigartige Textur. Jede Zunge unterscheidet sich auch in Größe und Form. Einige sind kurz, andere sind lang. Die Zunge hat auch viele Falten, Rillen, Flecken und Nähte, die bei jedem Menschen anders aussehen. Chinesische Forscher bauen eine 3D-Bilddatenbank der Zunge auf, die eine Sammlung von Informationen enthalten wird. Neben Fingerabdrücken, Iriskonserven, Hautfarbe, Unterschriften, Sprach- und Gesichtserkennung untersuchen die Forscher, wie Zungenabdrücke in der Biometrie, einem System der Identifizierung von Menschen anhand unserer körperlichen Merkmale, verwendet werden können. Wie ihr jetzt wisst, ist der menschliche Körper voller Wunder. Kennst du irgendwelche interessanten Fakten über den menschlichen Körper? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.